ich forsche ja bereits an dieser Station, damit wir rausgehen können in die Kälte. Und hier seht ihr jetzt die Zeit, die abklingen muss, bis ich das nächste Gesetz erlassen kann. Pro Tag nur. Das ist echt wenig. Und die haben jetzt ja gerade gar nichts zu tun. Das heißt, die kann ich hier wieder komplett abziehen. Und hier mit dazu packen, um wieder Kohle zu scheffeln. Oh, wir haben sehr, sehr viel Kohle. Das heißt, ich werde erstmal... Werkstatt haben wir schon. So eine Sammelstelle hier bauen. Die können wir nämlich nach hier draußen setzen. Wartet mal, ich guck mal gerade, wie hier die Straße verlaufen würde. Hier möchte ich die nämlich gern durchsetzen. Sehr schön. Dann kann ich hoffentlich da direkt das Gebäude dran setzen. Ich guck mal, wo ich es hinpacke. Die sammeln nämlich alles im Umkreis ein hier. Grenzt nicht an eine Straße an. Dann lassen wir es doch an eine Straße angrenzen. Genug Holz haben wir ja. Zack. So, dann haben wir hier nämlich eine durchgehende Straße. Das finde ich nämlich ganz schön. Gleich ist die Signalstation erforscht. So, die Leute haben es alle muckelig warm. Das finde ich super. Signalstation erforscht. So, als nächstes... schnelleres Sammeln. Zack. So, dann sind die... Achso, habe ich jetzt gar nicht vorgelesen, was es ist. Das tut mir leid. Quatsch, falsches Fenster. Durch den Einsatz besserer Werkzeuge und Arbeitsweisen sammeln die Einwohner Rohstoffe aus Kohlehaufen, Holzkisten und Stahltrümmern um 15% schneller, unabhängig davon, ob eine Sammelstelle benutzt wird. Achso, die Sammelstelle erhöht auch die... Wirklich? Das habe ich ja gar nicht gelesen. Nö. Erhöht sie nicht. Interessant. Ich dachte, die Sammelstelle erhöht jetzt irgendwie die Geschwindigkeit, mit der die hier sammeln. So, wenn die nämlich diese Straßen hier haben, sind die auch schneller beim Hin- und Hergehen, glaube ich, oder? Ja, die sind ein bisschen schneller auf jeden Fall auf der Straße, sieht man. Ist auch geil, dass sowas... Auch hier finde ich so total super, wo noch der Holzhaufen war vor kurzem. Dass es halt wieder zuschneit mit der Zeit. So, und auch die Holzkisten sind erschöpft. Dann macht doch hier direkt mal beim Stahl weiter. Beziehungsweise die mal weg. Dann können die nämlich hier dran arbeiten. Dann können die nämlich weiter Holz sammeln. Holz ist nämlich jetzt bei dieser frühen Zeit die wichtigste Ressource hier. Und ich baue direkt noch eine Jagdhütte. So. Es ist nicht an die Straße angebunden. Da mache ich mal hier so eine kleine Straße drumherum. Zack. Ah, 18 Uhr, Schichtende. Jetzt können die Leute wieder arbeiten. 93%, wieso nur 93%? Ah ne, jetzt ist er auf 100%. Die Atmosphäre von dem Spiel finde ich sowas von geil. Ich habe letztens erst den Film Snowpiercer gesehen. Da geht es zwar nicht hier um eine Stadt, die aufgebaut wird, aber quasi um die Vorgeschichte. es geht um einen Zug, der über die ganze Welt fährt. Und das Einzige ist, wo die Leute noch leben können, denn die Welt ist unter einem Eismantel verschwunden. Was macht ihr denn hier? Hallo? Wieso habe ich die Signalstation nicht schon erforscht jetzt? Ja, aber ich kann sie noch nicht bauen, weil wir Stahl brauchen. Jetzt muss ich Stahl sammeln morgen. Hoppala. Damit wir endlich die Signalstation... Setzen sie 3 Tage lang keine Notfallschichten ein. 2 Tage und 14 Stunden noch. Boah, fuck. Das ist ganz schön lang.
Ich beschleunige mal wieder die Zeit. Ach so, die kann ich gerade hier abziehen, damit die hier zumindest noch ein bisschen sammeln gehen über die Nacht. Ein neues Gesetz kann eingeführt werden. Sehr schön. So. Das möchte ich noch nicht erlassen hier. Das sind Kinderheime. Kinder sind sicherer, wenn sie tagsüber in Kinderheimen sind und sie stellen nichts an. Die Hoffnung steigt an. Jedes Kind mit einem Platz in einem Kinderheim zu versorgen, bringt einen dauerhaften Hoffnungsbonus. Mache ich noch nicht. Das kann ich immer noch erlassen. Ich finde, ich halte die erstmal am Leben. Solange, bis wir ein Krankenhaus bauen können. Hear me, hear me. New law in the city. Ich nehme an, es ist besser, als sie sterben zu lassen. Ja, auf jeden Fall. Die wichtigste Ressource sind ja unsere Arbeiter. Wenn man die Umstände bedenkt, geht es uns eigentlich ganz gut. Ich muss durchhalten. Die Leute verlassen sich auf mich. Das tun sie wohl. So, da drüben ist auch Stahl, aber... Oh, ich habe zu wenig Arbeiter. Ich muss endlich diese Signalstation bauen. So, und jetzt muss ich die Leute nämlich da wieder hinzufügen, damit sie die Essensrationen wieder verarbeiten. Die Rohnahrung wieder zur Essensration, damit wir mehr von unserem Essen haben. So, einmal kurz Geschwindigkeit erhöhen. Schnellere Sammeln erforscht. Sehr schön. So. Dann werde ich bauen... Heizkörper. Bessere Ausrüstung für Jäger. Das baue ich jetzt, damit die mehr jagen. Damit wir statt 15, 20 Nahrung bekommen aus diesen Jagdhütten. So. Ich habe gleich genug Stahl zusammen, um die Signalstation bauen zu können. Wie viel brauche ich? 35 Stahl, wow. Noch 20. Gleich ist gut. Oh. Das Kohleding ist voll. 20 Stahl kostet das Mist. Das will ich jetzt noch nicht bauen. Das heißt, ich ziehe hier einfach mal die ganzen Arbeiter ab. Und lass die mal auch... Ja, was kann man die sammeln lassen statt Kohle? Stahl, den Stahl baue ich schon komplett ab. Wir haben gleich eh 18 Uhr, das heißt, ich werde die jetzt hier drauf verteilen, auf die Hütten. Und ich kann die Signalstation bauen. Zack. So, sehr schön. Ah, dann können wir endlich die Expedition ins Umland starten, das ist nämlich total cool, finde ich. Wir haben 6 Kranke und die müssen wir uns jetzt mal kümmern. Das heißt, ich muss hier so eine Sanitätsstation bauen. Die baue ich mal nach hier drüben. Und nach der Ausrüstung erforsche ich auf jeden Fall direkt die Heizung. Dann können wir diese Sanitätsstation nämlich einzeln beheizen. Denn ich sehe hier schon, das ist die... hier sieht man... die Tagesvoraussicht, Tag 4, Tag 5, Tag 6, Tag 7, Tag 8. Hier wird's deutlich kälter.
Wir haben 15 Arbeiter übrig, tatsächlich. Dann sollen die doch bitte jagen gehen. So, und damit haben wir unsere Station fertig. Wunderbar. Und die Videos, die sind super schön, denn die finden immer in meiner aktuellen Station statt, wie ihr unten sehen könnt, ja? Also ihr seht immer genau das, was ich gerade gebaut habe. Dass es in der Spielgrafik ist, finde ich total schön. Da geht der Ballon nach oben, dass die Leute uns sehen können. Sehr gut. So, und jetzt gehen wir natürlich zuerst diese vermisste Expedition suchen. Aber dafür brauchen wir Leute. Und deshalb ziehe ich hier wieder 5 von ab. Nicht genügend Holz. Ach, ich brauche 40 Holz. Verdammt. Ja, seht ihr mal, wie das geht hier. Dann kann ich die doch noch weiter jagen lassen. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel nur Ingenieure reinsetzen in die Sanitätsstation. Genau wie hier in die Werkstatt. Ja. Bereit zur Suche. Die Leute jubeln, als der große Beobachtungsballon in die Höhe steigt. Es ist eine große Leistung und alle sind stolz auf die Arbeit, die sie dazu beigetragen haben. Eine Reihe von Freiwilligen brennt darauf, im Frostland nach unseren vermissten Leuten zu suchen. Die Frau, die sich bei uns gemeldet hatte, ist auch dabei. Sehr schön. Späher sind autark und können große Entfernungen von der Stadt aus zurücklegen. Sie können wertvolle Rohstoffe und Überlebende finden und vielleicht Licht in die Welt und ihr Schicksal bringen. Der Fortschritt deiner Späher wird durch die Symbole in der oberen rechten Ecke angezeigt. Ach so, die steigen auch auf oder was? Ah nee, der Fortschritt. Also wie weit sie gehen. Wetteränderung habe ich gerade auch schon verraten. Da oben diese Vorsicht. Vorsicht, schönes Wort, ne? Du kannst hier bis zu 900 Kohle und 300 von jeder anderen Rohstoffart lagern. Wenn diese Grenze erreicht ist, wird das Sammeln oder Entnehmen einer bestimmten Art von Rohstoffen gestoppt. Um dieses Limit zu erhöhen, baue ein Rohstoffdepot auf und stelle es so ein, dass es den gewünschten Rohstoff speichert. Jedes Rohstoffdepot kann 900 Kohle oder 300 andere Rohstoffe speichern. Ach ja, und zwischen den Gebäudenwechseln erkläre ich euch gleich. Wenn wir hier ein Gebäude haben, können wir hiermit zu allen anderen dieses gleichen Typs weiterschalten. Das hat die Nachricht uns gesagt. So, die ziehen wieder aus zum Jagen da unten. Also Kohle haben wir jetzt definitiv genug hier. Zumindest jetzt gerade. Ich beschleunige mal wieder ein bisschen. Und jetzt an Tag 4 wird es kalt. Auf diese Weise können wir sicherlich eine Weile weitermachen. Das sehe ich genauso. Viele Gebäude wie das Speisehaus oder die Sanitätsstation müssen mindestens kühl oder wärmer sein, um zu funktionieren. Platziere sie in der Wärmezone um den Generator oder in einem Dampfzentrum, sonst können sie aufhören zu arbeiten. Wenn es kälter wird, du solltest außerdem Heizkörper erforschen und einschalten. Ja, das ist jetzt mein nächstes Forschungsziel, nachdem wir dieses hier erreicht haben, hoffentlich gleich. Oh, wir haben einen Schwerkranken. Das ist sehr schlecht, aber wir können noch ein Gesetz erlassen. Pflegeheime. Achso, das brauchen wir noch nicht. Wir werden einen Friedhof errichten, um unsere Toten würde und respektvoll ruhen zu lassen. Die Hoffnung steigt leicht an. Kein Krankheitsrisiko durch nicht begrabene Leichen. Jede Beerdigung hält einige Anwohner für ein paar Stunden von der Arbeit ab. Du musst einen Friedhof bauen. Oder... Kein Krankheitsrisiko durch nicht begrabene Leichen. Leichen werden zur möglichen späteren Verwendung konserviert. Du musst eine Schneegrube graben, die Hoffnung sinkt, die Unzufriedenheit steigt. Den Friedhof können wir auf jeden Fall, damit können wir die Hoffnung wieder ansteigen lassen. Und ich baue jetzt meine Kampfarena. Baut Spannung ab
bei heftigen Schlagabtauschen. Neues Gebäude Kampfarena. Abendkämpfe verringern die Unzufriedenheit. Du musst eine Kampfarena bauen. Ich baue eine Kampfarena. So, wir müssen die jetzt natürlich so bauen, dass möglichst viele Einwohner davon was haben. Hier könnten wir sie hinsetzen. Dann haben wir 2, 4, 5. Kriegen wir irgendwie 6 hin? 1, 2, 3, 4. Ne, kriegen wir nicht. Das heißt, ich setze sie jetzt nach hier. Wenn ich diesen Kreis eigentlich... Naja, egal. Die können sich in Kämpfen austoben. Und wir haben nicht genug Holz. Das ist natürlich schlecht. Ich hoffe, die sammeln wieder ein bisschen hier. So. Bis dahin bitte die Straße bauen. Nein. So, was brauche ich, um die Expedition zu starten? 40 war das, ne? Es müssen mindestens 5 Einwohner verfügbar sein, ja. Und ich glaube, ich brauchte 40 Holz. Wir haben noch niemanden hier drin arbeiten. So. Ach so, das waren Arbeiter. Mist. Keine Ingenieure. Und bitte hier. So. Und wir haben die Ausrüstung für Jäger. Das heißt, wir werden jetzt die Heizkörper erforschen. Ein Einwohner ist schwer erkrankt. Leichte Frostbeulen. Wenn die Leute weiterhin in derartiger Kälte arbeiten müssen, war das sicher nicht der letzte Fall. Alles klar, hier ist es sehr kalt, ja. Aber ist jetzt eh. Die Stahltrümmer sind eh erschöpft. Das ist doch super. Generatorüberlastung. Im Extremfall kann der Generator in einen Overdrive versetzt werden. Dies erhöht die Wärme, die er liefert, setzt den Generator aber auch unter Druck. Behalte den Belastungsmesser im Auge. Wenn er 100% erreicht, wird der Generator explodieren. Straßen. Ein Holz pro Abschnitt. Ja, die habe ich schon gebaut. So, die sind noch da dran, die Straße zu errichten. Die sammeln Stahl und Holz hier. Und ich brauche jetzt wirklich diese Heizung. Ich kann den mal kurz in den Overdrive versetzen, dann, oh ja, auf jeden Fall. Zack, dann sind die Gebäude nämlich zumindest wieder warm. Und hier brauche ich dringend die Heizung. Sonst funktioniert das Gebäude nicht. Ich hoffe, die wird heute noch erforscht. Ja, schaffen wir, glaube ich, nicht mehr. Mist. Wir haben 5 Schwerkranke. Scheiße. Nicht so lange in der eisigen Kälte arbeiten lassen dürfen. Aber jetzt gleich können wir endlich das Team losschicken. Jetzt. Na bitte. Zack. So, nach dorthin reisen. Wunderbar. Noch 5 Arbeitslose. Ich glaube, ich baue mal eine zweite Werkstatt, wenn ich kann. Workday ends. It's off time. Workday ends. Off time. Noch 17 Stunden, dann kann ich wieder Notfallschichten einsetzen.
So, ich glaube, wir können noch mal schnell laufen lassen. Morgen haben wir die Heizung und dann können wir uns endlich um unsere Verletzten kümmern. Das ist so krass, dass sie einfach verschwinden im Schnee, um jagen zu gehen. Boah, scheiße, wird die Nahrung hier schnell verbraucht. Die Späher sind angekommen. Der Rest unserer Leute hat hier ein Lager aufgeschlagen, zu erschöpft, um weiterzugehen. Wir sollten sie zu unserer Stadt eskortieren. Erforschen. Glückliches Wiedersehen. Wir betreten das Lager, das sich aus dem Schneesturm vor uns auftut. Aufgeregte Stimmen begrüßen uns. Dem Allmächtigen sei Dank, ihr habt uns gefunden. Wir sind seit Tagen umhergewandert und hätten nicht weiterlaufen können. Wir fangen langsam an zu verhungern. Kinder und Erwachsene umringen uns, ihre Sachen gepackt und bereit aufzubrechen. Entdeckte Orte, Sternenwarte und robuster Schutzraum. Überlebende zur Stadt eskortieren, das mache ich auf jeden Fall. Denn sonst können die unterwegs draufgehen. Zack, 5 Stunden dauert es, bis sie hier sind. Und dann haben wir auch mehr Arbeiter. Ach so. Hui. Da müssen wir jetzt natürlich aufpassen, dass der Generator nicht explodiert. Das müssen wir auch noch im Blick haben. So, jetzt sind die eh nicht in ihren Hütten. Der erste Tote. Einer unserer Einwohner ist gestorben. Krankheit, Unfälle und tödliche Kälte werden in dieser rauen Welt auch weiterhin Leben fordern. Wir müssen uns um die Leichen kümmern. Achso, ich kann noch kein neues Gesetz erlassen. So, jetzt kann ich den Overdrive auf jeden Fall ausschalten. Da. Heizkörper erforscht. Sehr schön. Wir erforschen als nächstes kann ich die Reißbretter erforschen? 50. Tja. Ich glaube, ich erforsche als erstes das Sägewerk. Beim letzten Mal ist mir Holz ausgegangen. Späher, Einheit Nummer 1, sind sicher in die Stadt zurückgekehrt. 4 Kinder, 22 Arbeiter und 10 Ingenieure haben sie mitgebracht.